Wenn du wissen möchtest, wie du diese Klötzchenlaterne mit Transparentpapier basteln kannst, dann bleib dran. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Beginnen wir mit dem Material. Du brauchst Holzklötzchen und zwar 16 an der Zahl. Welche ich genau verwende, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Dann Holzleim und Transparentpapier und Stempel zum Verzieren vom Transparentpapier. Und dann legen wir auch direkt los. Die Klötzchenlaterne besteht aus 4 gleichen Vierecken. Pro Viereck benötigst du 4 Klötzchen und diese ordnest du jetzt an. Hier hast du prinzipiell 2 Möglichkeiten. Wenn du eine rechteckige Laterne möchtest, also dass sie etwas höher als breit ist, legst du deine Klötzchen so hin, dass das obere und untere Klötzchen wie Deckel sind. Alternativ kannst du deine Klötzchen so abwechselnd einrücken, dann verändert sich die Form und aus dem Rechteck wird ein Quadrat. Entscheide dich für die Form, die dir besser gefällt. Im nächsten Schritt kommt jetzt schon der Holzleim zum Einsatz. Und zwar klebst du diese 4 Hölzchen an den Kanten zusammen, so dass das Viereck zusammenhält. Keine Sorge, wenn etwas vom Holzleim über die Kanten drüber geht, denn dieser trocknet später transparent. Nach diesem Prinzip gehst du jetzt auch bei den anderen Vierecken vor. Insgesamt benötigst du 4 Stück. Als nächstes widmen wir uns dem Transparentpapier. Hierzu nimmst du dir erstmal ein großes Lineal zur Hand und misst aus, wie groß es sein muss. Misst dabei etwa von der Mitte des Hölzchens bis auf die andere Seite auch wieder die Mitte des Hölzchens. Die Maße für das Transparentpapier müssen so gewählt sein, dass es nachher auf die Rückseite von einem Viereck geklebt werden kann. Hierzu nutze ich jetzt meine Schneidemaschine und schneide mir damit 4 Quadrate aus Transparentpapier zu. Wenn diese dann vorbereitet sind, werden sie verschönert. Theoretisch ist es auch möglich, das Transparentpapier zu bedrucken. Hierbei musst du nur bedenken, dass die Tinte sehr, sehr langsam trocknet. Das heißt, das Transparentpapier nach dem Bedrucken lange liegen lassen, so dass die Tinte auch schön trocken ist und nichts verschmiert. Auch beschreiben mit einem Permanentmarker oder bekleben wäre möglich. Ich nutze jetzt hier mein Sammelsurium aus Weihnachtsstempeln und so verziehe ich jedes Transparentpapier unterschiedlich. Auch hier heißt es jetzt trocknen lassen und wenn alles gut durchgetrocknet ist, können die Transparentpapiere auf die Klötzchen geklebt werden. Zum Befestigen des Transparentpapiers nutze ich auch den Holzleim. Ich streiche diesen auf die Klötzchen ungefähr mittig drauf und lege dann das Transparentpapier drüber. Damit es schön glatt und wellenfrei antrocknet, beschwere ich es ein wenig mit einem Buch. Wenn auch hier wieder der Leim getrocknet ist, was ziemlich schnell geht, heißt es zusammensetzen. Die 4 Seitenteile werden vom Prinzip gleich wie das Quadrat zusammengelegt, also so, dass auf einer Seite das Ende immer überlappt. Bis der Klebstoff leicht angetrocknet ist, ist hier ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Jetzt kannst du ein Licht in deine Laterne stellen und dann ist es auch geschafft. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal.